Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem Prank bei Flo. Wir befinden uns vor seinem Haus von Chaos Flo 44 und haben hier ja schon alles vorbereitet. Wir haben sehr viel zu tun, das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach mal hier eine Menge Banner, flieg mal auf den Flachschädel von seiner dicken Melone hier und jetzt würde ich vorschlagen, verpassen wir, warte, wie müssen wir das machen? Ich glaube so, oder? Nee, falsch, andersrum. Wir wollen jetzt nämlich den mal, hey, hallo, sammeln Sie doch den wieder auf. Wir wollen jetzt der dicken Melone. Ist das hier? Also, ist das hier? Ist da eine Enderperle drin? Ne. So, das heißt, es ist nicht schlimmer, wie das Redstone wegmachen. So, wir wollen. Nee, oh, das ist schräg. Das darf nicht sein. So, dann machen wir diese beiden hier schräg, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir hier wieder weiter. So. Ja, aber das ist ja Quatsch, weil jetzt haben wir. Nee, doch, das haut schon hier schräg. Oh, dann ist das aber. Dann ist der Zylinder aber viel größer als von mir. Kalkulamentet, Alter. Es könnte dann tatsächlich sein, dass wir, ich sag's gar nicht, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber dass wir zu wenig Banner haben, obwohl ich ja gefühlt 1 Million Banner habe. So. Haut das hin? Nee, der ist nicht so richtig schräg. Die wollen nicht richtig. Da muss hier sehr aufpassen, dass man den richtig platziert. So nämlich. Okay. Na, die Geraden sind ja kein Problem. Bin erstmal weg. Bye, bye. So. Ach nee, warte, hier muss ja schräg. Quatsch, weg damit. So. Das ist Etappe, also Etage Nummer 1 für den neuen Zylinder, für die dicke Melone hier. Und jetzt wird es aber kompliziert tatsächlich, weil jetzt muss ich in den Bienenmodus reingehen und jetzt müssen wir das hier so drauf platzieren. Aber das sieht geil, der wird richtig geil aussehen am Ende, glaube ich. Es geht sogar, man kann das viel besser platzieren, als ich eigentlich dachte, Leute. Warte, wie viele, lass mal ganz kurz ausrechnen, ob wir da nicht nochmal zur Farm müssen. Aber wir haben eh heute auch noch mehrere Sachen im Video. Wir müssen heute noch so viel erledigen, Leute. Wir haben hier zu tun. Flankt auf jeden Fall einen Like-Button. Ihr habt auch zu tun. Ich werde mich selber eine positive Bewertung freuen. Ich gebe euch jetzt 3 Sekunden. 3, 2, 1, 0,5. So, ich hoffe, ihr habt es erledigt. So, warte, lass mal rechnen. Wie viele haben wir denn hier pro Etappe? Also wir haben 2 an jeder Ecke. Das heißt, das sind schon mal 8. 1, 2, 3, das sind 5, das heißt 20 plus 8, das sind 28 pro Etage. Das geht, das sind nicht mal zwei Stacks, das können wir arschhoch machen, das können wir übertriebenst hoch machen. Geil, fühle ich. Ich glaube, es ist klüger, wenn wir erstmal eine Seite machen, weil dann sind wir so im Drive, wisst ihr, da sind wir so im Fokus. Und da muss ich immer einfach nur rechts klicken. Boah, aber ich glaube, das ist ein heftiger Lag-Erzeuger hier, ehrlich gesagt. Das wird hier eine Lag-Machine, Alter. Sobald du hier in die Nähe kommst, crasht einfach der Minecraft, habe ich so das Gefühl. Weil ich höre, mein Lüfter dreht nämlich langsam auf. Ich höre das. Das wird abnormal laggen. Ich sage euch das jetzt schon. Ich merke das jetzt schon. Das sieht aber auch wie sagenseinflößend aus, ne? Okay, jetzt hier. Schräg. Da machen wir einfach. Ah, oh, seht ihr, da ist eben schon das Problem. Schräg ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ja, aber vielleicht, also das sieht schon geil aus, aber vielleicht können wir da was mit den Lücken machen. Kriegen wir was in die Lücken rein, dass das wirklich gar keine Lücken mehr hat. Das wäre cool. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wir könnten halt irgendwie sowas machen. Ja, nee, das ist Quatsch. Ich glaube, in die Lücken kann man nichts machen. Das sind halt einfach Minecraft-Banner. Das ist so, es leckt jetzt schon gut, ne? Oh, ich dachte, Chaos-Flo-Joint. Wir können das Ding ja doch viel größer machen, ne? Das ist ja noch gar nichts. Ich habe noch so viele Banner. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen was hier hochziehen tatsächlich, aber... Der Zylinder... Mann, ich platziere immer eins so viel. Ich dumme Butterbirne, Alter. Weg damit. So. Er wird langsam. Guckt mal. Oh, es ist aber auch, ne? Mein PC ist am Ackern, ey. Flo kann ja gefühlt sein Haus nicht mehr betreten. Er rennt ja eh schon nur mit 40 FPS rum oder so. Sein PC eh schon überfordert hier mit dem ganzen Freunde-Projekt. Ich glaube, wir haben ihn jetzt einfach... Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe ihn jetzt einfach aus seinem eigenen Projekt ausgeschlossen. Also aus seinem eigenen Haus, meine ich. Er kann jetzt einfach mit seinem PC sein Haus nicht mehr betreten. Ich muss mir einen neuen PC kaufen, weil Banks mich zu Tode geprankt hat. Wir müssen mal ganz kurz runter. Ich habe nämlich keine Banner mehr. Aber keine Sorge, Leute. Hier ist noch alles voll. Voll, voll. Ich hab auch zu viele Banner, ne? Es ist krank. Oha. Ebo ist gestorben. Ebo hatte 140 Level oder so. Die ist mit 140 Level gestorben. Wie viele Level? Junge, Alter. Dachte Winnebiene. 140 und damit bin ich jetzt der alleinige Spitzenreiter mit Abstand. Ich habe nämlich irgendwo eine Falle. Nein, Spaß. So, wir wollen heute definitiv auch nochmal die Farm upgraden, weil wir sind da nach wie vor noch lange nicht am Limit, Leute, was unsere Pillager-Farm angeht. Das wollen wir heute noch machen. Wir müssen heute Squid Game noch final zu Ende bauen. Wir wollen uns endlich mal um Rufus kümmern. Ich habe ja immer noch keinen Rufus. Ey, der muss aber höher, guck mal.
Der Zylinder, das ist... Ach, so verschwindet er, weil ich zu weit weg bin. Ah, verdammt, meine verdammte Performance-Mod. Ja, weil... Boah, es ist so am Leck, wenn man da hinguckt, ne? Ja, da muss aber mehr gehen. Wir brauchen... Das ist noch zu klein. Und wir brauchen ein Dach dafür, weil wir können da ja schlecht... da brauchen wir am besten schwarzen Beton. Ich sollte eigentlich alles dafür zu Hause haben. Meine schlaue Betonkiste. Da nehmen wir zweimal Sand, zweimal Kies. Und dann brauchen wir noch bei Farbe... Ach, verdammt, wir haben keine... Doch, hier haben wir. Perfekt. So, ich nehme einfach mal alles mit. Machen das alles hier. Sonst können wir direkt mal... Ah, ist das ja kein Trockenbeton. Oh. Boah, meint ihr 100 reichen? Die Fläche ist ja nicht groß. Das müsste eigentlich safe reichen. Ebro kommt gleich. Es war nämlich Ebros Idee. Also, dass man den Zylinder war meine Idee. Aber dass man so mäßig diese Banner benutzt waren, war Ebros Idee. Und er soll sich hier das Meisterwerk mal erstaunen. Ich hoffe, ich schaffe es fertig zu sein, bevor sie da ist. Wir machen eigentlich jetzt nur noch die beiden Etagen, weil ich könnte zwar noch viel mehr, aber ich habe ehrlich gesagt, das sind jetzt halt schon sehr viele, ne? Weil du könntest ja ausrechnen, was hatten wir gesagt? 28 pro Etage. Lass mal gucken, wie viele Etagen wir haben. Aber wir sind da auf jeden Fall. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 448, wisst ihr was? Da machen wir noch eine Etage. Da haben wir die 500, da haben wir eine schöne runde Zahl. 500 Banner, Leute. Ach, sorry, falls das Video an dieser Stelle auch schon ein bisschen hängt, aber mein PC ist hier sehr am Ackern, Alter. Es ist halt wirklich... So, okay, jetzt machen wir noch den Beton. Den platzieren wir dann einfach... Warte, muss ich mal kurz gucken. Hier ran oder wie? Ah ja, perfekt. Oh, das sieht geil aus, ne? Guck mal, das sieht ja perfekt aus eigentlich. Let's go. Tada! Okay, lass mal gucken. Junge, mein PC wirklich. Oh, wunderschönes Ding. Man könnte natürlich jetzt noch das Innere, wartet mal, kriegt man das cool hin? Wenn wir jetzt das Innere auch noch mit Beton machen, könnte das halt noch ein bisschen fresher aussehen. Passt mal auf, und zwar allein hier, dass ich diese riesen Lücke nicht habe. Das sieht dann, glaube ich, viel besser aus. Ich glaube, wir können mal die schwarze Wolle hier benutzen, die wir da eh noch übrig haben von unserer Wollefarm, weil ganz ehrlich, also da sieht man den Unterschied ja jetzt sowieso nicht. Let's go. Ebro ist da. Ebro. Es ist auf dem Dach, Ebro, es ist auf dem Dach. Alter, hast du was gemacht? Ja, merkst du das nicht? Dein PC ist. Ja, dein PC willst du übel abbrauchen eigentlich. Ich habe einen Zylinder gemacht. Oh mein Gott. Geil, ne? Ich denke, ich hätte sogar. Ich hätte noch viel mehr Banner gehabt, aber ich habe Angst, dass mein PC er braucht. Oh mein Gott. Das ist cool. Also Banner sind jetzt hier nicht die Begrenzung. Ich habe noch eine gesamte Schalkerkiste voll. Also das ist die Hälfte. Aber ich habe ehrlich gesagt Angst, dass wenn ich jetzt noch mehr platziere, dass Flo hier joint an seinem Spawnpunkt in seinem Haus und einfach seine Grafikkarte wegbricht oder so. Uch. Weil der hat ja so schon immer übelste Probleme und das hier ist schon sehr heftig. Ja, das passt auch von der Größe her schön, finde ich. So ein Zylinder, ja, ungefähr so groß wie der Kopf. Junge, Alter, warte mal, lass da bis so easy es ausmachen. Warte, ich komme dir entgegen. Ja, aber da sind die falsch rum. Nee, man kann die doch andersrum auch platzieren. Oh, nee. Oh, was habe ich gemacht? Kann man die aufsetzen? Warte mal. Nee, ich habe das gehoben. Achso, ich dachte, du hast sie gerade als Helm auf. Das wäre übel cool gewesen. Nee, das, ja. Das ist diese andere Gambo 19D-Nase. Der riecht einfach die industrielle Revolution, Alter. Ja. Wie weit bin ich? Ja, noch ein bisschen. Jetzt bist du da. Ah. Oh, wir sind genau dran vorbei. Warte, nee. Ich habe eine Idee. Der schnuppert einfach easy so aus. Ja. So. Nice. Oh, nee. Perfekt. So. Jetzt leckt easy auch. Super. Oh, von hier sehe ich die. Ach, warte mal, du hast ja meine Frisur noch gar nicht gesehen, ne? Guck mal. Nee. Die hat easy mir verpasst, ist etwas schief gegangen. Alter, hä? Ich war in ihrem Friseursalon, in ihrem neuen. Oh nein. Ey, aber du bist mit 140 Level. Ich bin ja der alleinige Spitzenreiter hier mit 145. Ja, ich habe wieder 47 Level. Ja, moin. Ja, ich wollte nochmal die Farm gucken. Ich wollte die nochmal ein bisschen heftiger bauen gerade. Weißt du, was ich machen wollte? Nee. Eigentlich bist du der Grund, warum ich gerade gestorben bin. Ich habe nochmal kurz gegoogelt wegen dieser Mob-Spawn-Rate. Also wie viele Blöcke nach oben und unten. 128, hätte ich dir so sagen können. Ja. Und dann, ja, darum geht ja nicht. Dann bin ich runtergesprungen, um zu gucken, was das Tiefste ist. An den Blöcken, um zu wissen, wie hoch ich die Farm, ne, die den AFK-Spot. Ja. Genau. Ja, und dann bin ich als Nicht-Biene runtergesprungen und bin aufgeklatscht. Okay.
Und weißt du, wie viele Level, rate, wie viele Level ich bekommen habe von den 140, die da waren? Ja, fast nichts, Alter. 10. 7. Ja, ich glaube, man kriegt, ich glaube, 7 ist die maximale Anzahl, glaube ich. Ja, kann sein. Aber ist ja echt lächerlich. Während Deo damit beschäftigt ist, den AFK-Spot, also den Spot, wo man rumsteht, um halt einfach zuzusehen, wie die Mobs alle gekillt werden, auf die richtige Höhe setzt, weil der ist tatsächlich ein bisschen zu tief bei uns, kümmere ich mich mal darum, hier ein bisschen Erde zu farmen, damit wir die Plattform größer machen können, weil ihr wisst ja noch, die sind ja minimal und wir kratzen noch nicht mal an dem Limit der Farm. Also diese Farm kann so viel besser noch gemacht werden. Oh, wartet mal, jetzt habe ich hier ein paar... Da habe ich ein paar Stufen abgebaut. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Hier müssen Stufen bleiben, wichtig, damit hier nichts spawnt. Das müsste eigentlich schon reichen, weil wenn wir... Sag mal, Kollege, Schnürschuh, was willst du denn, ne? Weil wenn wir da jetzt Stufen draus machen, dann haben wir ja doppelt so viel. Das heißt... Ja, das, also, da haben wir das ganze Inventar voll hier. Das reicht ja locker. Hier ist sogar eine Werkbank. Dann machen wir 1, 2, 3. Bam. Hier ist grobe Erde, wo auch immer die herkommt. 1, 2, 3. Bam. Und wir haben das ganze Inventar voll. Sehr schön. So, dann beginnen wir bei der Farm ganz oben. Und, oh Gott, hier liegt so viel Müll rum. Und bauen die mal. Boah, die ist schon sehr, sehr groß, ne? Oh, wartet, ups. Ich habe auch gerade gesehen, hier fehlt tatsächlich ein Villager. Wartet mal, sind hier über? Ja, hier ist einer drin, hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Da ist einer drin. Und da ist auch einer drin. Aber ganz oben fehlt tatsächlich einer. Hm, weiß auch nicht, was mit dem passiert ist. Ich würde vorschlagen, wir holen mal ganz kurz ein. Wir haben nämlich jetzt in der Zwischenzeit hier... Warte, wir müssen irgendwo Fackeln sein. Oh Gott, was macht hier Tiger? Ah, den will Ebru da unten hinstellen, damit er die killt, die, die runterfallen. Ah, und hier ist unser Villager. Zack, Hallöchen. Du kommst jetzt die Wabe, der Arme. Aber warte, wir wollen natürlich nicht, dass die wegrennen. So. So, komm mal mit, mein Guter. Aber nicht so nah an den Tiger. Aber das ist tatsächlich eine gute Idee. Wir machen darunter ein Gehege. Aber wir müssen mal testen, ob der Tiger die überhaupt angreift. Aber wenn ja, wäre das natürlich big. Insbesondere wenn sie... Ah, das ist eigentlich eine geile Idee, ne? Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Weil wir haben ein bisschen das Problem, dass die... Oder wir machen außen einen Rand, das geht natürlich auch. Weil wir haben ein bisschen das Problem, dass die runterfallen an den äußeren Seiten. Und dann laufen die ja alle hier unten rum. Und das versaut uns die Spawnrate. Aha, okay. Ah doch, gut. Ich dachte, er nimmt jetzt den Job nicht an. Ich dachte, wir haben jetzt hier ein Problemchen. So, okay. Dann weiter die Plattform vergrößern. Leute, wir haben zu tun. Die sind halt fett größer, ne? Guckt euch das mal an. Und jetzt hier weiter, Leute. Let's go. Hier zwei, genau. Es wirkt halt gar nicht so, weil ich nur außen so Ebenen hinzufüge. Aber ich habe halt hier kein Inventar mehr. Also ich habe jetzt circa schon, ich weiß nicht genau, wie viele Stacks ich hatte, aber so um die 600 Blöcke hinzugefügt. Das wird echt komplett krank. Ich bin so gespannt, wenn wir die wieder hochfahren. Ebru hat in der Zwischenzeit die Plattform nach oben verschoben. Ein paar Kleinigkeiten werden wir jetzt gleich noch optimieren. Den Tiger werden wir hier noch ranschaffen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Ebrus Plan überhaupt ist, aber ich vermute mal schon. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein bisschen Erde. Ich habe gerade noch mal überschlagen, wie viel ich ins Inventar jetzt bekommen habe beim zweiten Mal Erde holen. 600 Blöcke hat gar nicht gereicht. Da guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und das Inventar ist nicht mal voll. Also wir sind da jetzt wahrscheinlich schon bei 1000 Blöcken, die wir hinzugefügt haben. Unsere neue Spawn-Plattform. Wunderschön. Also ist genauso wie vorher, es ist einfach nur höher. So. Sind zwei. Guck mal, sieht voll eklig aus mit den beiden anderen, ne? So, wir gehen in den Bienenmodus, denn wir wollen jetzt hier eine kleine Konstruktion bauen. Ja, wartet, wir brauchen erstmal einen dritten Trichter. Jetzt haben wir Dry Trichter. Die platzieren wir. Ich brauche ja 4. Ich habe nur 3 Werfer mit. Wartet, ich löse das Problem. Easy. Wir lösen das Problem auf anderer Easy-Basis. Dazu brauchen wir eine weitere Kiste und einen weiteren Trichter. Und dann verbinden wir das einfach so hier. Passt mal auf, Leute. Tada! Nice, jetzt fließt das aus beiden Kisten da rein. Weil ich gar nicht weiß, ob ein Werfer überhaupt reicht, um den ganzen Kram hier zu eliminieren. Aber werden wir rausfinden. So. Der droppt jetzt aber natürlich von selbst nichts, ne? Das ist klar. Das heißt, wir brauchen hier... Glasblöcke. Hier muss eine Druckplatte hin. Wir machen... Also ich brauche nur 3. Egal. 1, 2, 3 Druckplatten. Dann machen wir das Ganze hier zu. So. Zack. Okay, ich muss jetzt gerade mal selbst überlegen, wie wir das genau machen. Also wir brauchen auf jeden Fall... Okay, wie platziere ich den denn jetzt? Das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Wir brauchen auf jeden Fall einen Beobachter. Zack. Mit dem Redstone-Signal zum... Ja, perfekt. Genau. Ah, Druckplatte muss auf die andere Seite. Oder so. Naja, da muss ich mir gleich nochmal überlegen, wie wir das machen. Kann ich den hier... Geht das?
Nee, warte, wenn ich von oben... Warte, von unten vielleicht, wenn wir Glück haben? Jetzt müssen wir schnell sein, Leute. Jetzt müssen wir nämlich Lava hier reinmachen, weil wir wollen natürlich, dass die Werfer den ganzen Kram in die Lava droppen und der sofort verbrennt, weil wir so viele Armbrüste kriegen, die braucht ja kein Mensch. Ah, naja, gut, es sieht jetzt nicht so ganz ästhetisch aus, ne? Das müssen wir hier später nochmal korrigieren. Alter, Junge, Bro. Wir füllen unten halt alles mit Lava, damit die, wenn die runterfallen, da direkt sterben. Junge, das ist ja krank, was ich da sehen muss. So, wir machen jetzt hier das Ganze doch ein bisschen schöner tatsächlich. Also, Beobachterblock, Bab, Werferblock, wo haben wir ihn? Hier, Bab. Dann müssen wir Glas schon mal vorbereiten. Hier, 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 hier und hier. Dann bauen wir Ditter ab und Ditter ab. Da kommt Lava rein. Dann müssen wir aber auch noch hier Lava reinmachen. Und wo habe ich die Lava gesetzt? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Hier? Nee, perfekt, verschwendet. Dann hier. Ah, so, jetzt haben wir eine schön ebene Lava. Die können wir alle wegmachen, die Eimer. Jetzt machen wir hier das Glas hin. Und den Trichter müssen wir natürlich noch neu platzieren. Das haut jetzt auch nicht mehr hin. Sehr schön. So, komm mal her, Trichter. Perfekt, so. Ja, und jetzt machen wir die Notlösung. Wir können das natürlich nochmal updaten, aber wir können es halt so machen, ne? Ist jetzt halt nicht, also ist ein bisschen nervig vom Sound her, aber Junge, Ebro. Ja? Ist ja alles voll mit Lava, alter Schwede. Du meintest ja, 20 Eimer. Ne, nicht ansatzweise. Hunderte, die, ne? Ja, die verdecken 1, 2, 3, 4, aber weiß ich nicht, viele. 10, 15 Blöcke vielleicht. Ja, so 22 oder so. Oh man. Ja. Also ich habe das Löschsystem oben. Es ist, also es funktioniert, es ist vom Sound her halt ein bisschen nervig, aber das kriegt man noch besser hin. Ja. Aber ach, die Lava fließt ja sogar, aber ist nicht schlimm. Ja, aber so sollte erstmal schon reichen. Ich will mal gerne einen Testdurchlauf machen. Wir brauchen mal einen Raid. Da gibt mal böses Ohm hier. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Farm jetzt reißt. Hä, aber ist der Raid schon vorbei? Mir wird gar nicht angezeigt. Nee, sag nicht, es ist weit die, weg. Jetzt ist die Raid-Position wieder falsch, kann das sein? Aber das sieht mir sehr Raid-mäßig aus. Hier sind schon viele. Ja. Soll ich ein bisschen weil wir zu hoch sind, wird das nicht angezeigt. Ah, okay. Ja, nee, ist nicht schlimm. Wenn man jetzt runterfliegt, wird es, glaube ich, irgendwann angezeigt werden. Warte. Ja, nee, ist alles gut. Das ist bei meiner Raid-Farm auch so, ist nicht schlimm. Ja. Alter, die stacken sich so heftig da oben. Ey, bist du denn sicher, dass wir das nicht breiter machen sollten? Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Na, ist es ein Problem? Ja, irgendwie ja. Junge Ebro, da sind 50 Stück oben drin oder so. Das ist ja krank. Alter, endlich. Also die war ja davor schon krass, aber das macht einen irgendwie Junge, glücklich. Jetzt ist es komplett krass. Wie viel werden da gekillt pro Sekunde? 3 oder so? Aber guck mal, die schieben sich dann so, ein bisschen. So oben so richtig haut. Wir müssen es am besten noch 2 breiter machen oder so. Oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht. Alter, du musst mal diesen Aufzug gucken, wie viele dadurch so ein Aufzug hochkommen. Das ist krank. Ja, krass. Boah, Alter. Ja, aber da oben, das ist ja ein heftiges Stack-Problem, alter Schwede. Genau, ich bin gleich 150, Alter. 150 ist so krass. Boom! 150. Krass. Sind das die meisten Level auf dem Server bis jetzt? Ja, Flo hatte bevor uns den Rekord mit 110. Und den haben wir ja, ich denke, 150. Den hatte ich ja sogar. Ich glaube, 150 ist doppelt so viel wie 110. Tatsächlich. Oh. Also es müsste ungefähr in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, sie euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos und klickt auf das Video, um direkt zum nächsten Video zu kommen. Junge, der Hintergrund. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euer Benson. Ciao.